anders war es bei Janine und Pascal Götz. Sie sind anfangs 20 und total verliebt, wo sie heiraten. Was sie damals aber nicht wissen, ist, dass Janine an einer Autoimmunkrankheit leidet. Sie merken nur, dass es mit dem Sex einfach nicht klappen will. Die Sexualität am Abend der Ehe ist eigentlich so gut wie nichts mehr gelaufen. Ich habe mich das Gefühl, wie wenn ich mit einem sehr guten Freund oder mit einem Bruder zusammenleben würde. Das Zwischendrin halte ich wie schwer aus. Einfach nur ein bisschen kuscheln oder so, das war einfach nicht so. Jetzt sehe ich das auch etwas anders, aber in dem Moment habe ich gemerkt, ich kann mich nicht mit dem zufrieden geben. Es steckt ja mega viel Vorbereitung an, so einen Tag drin. Und dann so zu sehen, es funktioniert alles so, wie wir uns das denken. Wir hatten eigentlich keine Panik. Nein, es ist wirklich einfach, es war für mich perfekt. Ja. Als Ehestart einfach super, ja. Janine und Pascal Götz heiraten 2012. An ihre anschließenden Flitterwochen denken die beiden gerne zurück. Obwohl ihr erstes Mal anders war als gedacht. Jetzt ist man das erste Mal, das zweite allein in der Ferien und könnte sich voll entdecken und Sex entdecken. Und dann hat es einfach wirklich nicht geklappt, weil ich so Schmerzen hatte. Und es ist einfach gar nicht gegangen. Und das war schon enttäuschend gewesen, ja. Aber eben gleichzeitig auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, oh je, das heisst, jetzt ist völlig fertig, das wird jetzt nie klappen. Sondern mit dem Wissen darum ist es wie gewesen, wir müssen uns jetzt halt einfach Zeit geben in dem Fall. Nach den Flitterwochen geht's los mit dem Studium. Janine und Pascal wohnen neu in einer WG mit einem anderen Ehepaar. Ja, und als wir dann so in diesem Studienalltag angekommen sind und in dieser Wohnung und allem, haben wir dann einfach gemerkt, das funktioniert weiterhin nicht mit dem Sex. Und das hat halt immer mehr zu wie Verhärtungen geführt zwischen uns. Ja, am Anfang haben wir gar nicht so richtig realisiert, was passiert jetzt eigentlich. Und die Unzufriedenheit, die sich zuerst mal unbewusst so ausbreitet. Und am Anfang sagen wir so, ja, es kommt noch, das kommt schon gut. Und irgendwann merkst du, nein, irgendwie, es kommt nicht gut. Auch 3 Monate nach der Hochzeit ist es nicht besser. Janine geht zur Frauenärztin. Penetration hat gar nicht funktioniert, vom Schmerz. Und dazu ist nachher gekommen, dass ich einen ständigen Juckreiz hatte, also am Tag durch. Und viele Tätigkeiten auch wirklich geschmerzt haben. Velofahren zum Beispiel, lang sitzen, gewisse Hosen, die enger waren, das hat auch alles wehgetan. Die Ärztin verschreibt ihr Cortisonsalbe. Doch die Nebenwirkungen sind unangenehmer als die Symptome davor. Janine wechselt zu einer Frauenärztin, die mit einer Dermatologin zusammenarbeitet. Auch diese probiert verschiedene Therapien aus, ohne dass sie Janine eine Diagnose geben kann. Wenn ich sonst irgendeine Krankheit hätte, die einfach mich betreffen würde, dann hätte ich es vielleicht einfacher gefunden, als jetzt so eine Krankheit, die Pascal so mitbetrifft. Und so in einem absolut intimsten Bereich, wo man eigentlich etwas so intim teilen will, und das funktioniert nicht. Und mit dem habe ich mega gehadert, auch, dass ich ihm das nicht schenken kann. Die ganze Situation war schon sehr frustrierend. Einerseits für Janine. Die Ärzte scheinen irgendwie nicht so ganz zu wissen, um was es geht. Ich kann ihr ja nicht Schuld geben. Also es ist ja nicht etwas, was sie irgendwie falsch gemacht hat oder so. Und gleich ist das da. Und, aber ich bin auch nicht schuld. Und ich habe meine sexuellen Bedürfnisse auch. Pascal fängt an, sich häufiger mit Freunden zum Fußballspielen zu treffen. Später wechselt er zu American Football, spielt im Club und trainiert 5 bis 6 Mal pro Woche. Das war etwas, wie so, eben, es ist auch ein Ventil, so aus dem wie ausbrechen, wenn ich auf dem Sportplatz bin. Dann muss ich mir keine Gedanken machen, was jetzt die Heil läuft. Ich hätte mir in dieser Zeit eigentlich mega Zärtlichkeit gewünscht. Also irgendwo gleich Sexualität. Sexualität ist ja mega breit. Es ist ja nicht nur die Penetration, die dort nicht funktioniert hat. Aber für Pascal war das einfach schwierig. Ich hatte wie immer das Gefühl, ja, also entweder das Ganze oder gar nicht. Ich möchte nicht einfach den Motor anlassen und nachher dann gerade wieder abwürgen. Küssen, streicheln, einander irgendwie berühren, Petting, all diese Sachen. Ist alles sehr schön, aber das lohnt sich wie nicht, der Aufwand. Und dann wie gesagt, hey, dann lieber gar nichts.
Und das war dann für unsere Beziehung eigentlich voll kontraproduktiv gewesen. Auch nach 2 Jahren erleben Janine und Pascal keine befriedigende Sexualität. Sie entscheiden sich, in eine Eheberatung zu gehen. Das war etwas vom Schwierigsten, so die Unsicherheit, schaffen wir das miteinander? Und so, und da dann wieder Leute zu haben, die von außen reinkommen und sagen, hey, da finden wir einen Weg. Und so das Gespräch wieder gefördert, dass wir wieder ganz neu haben können, darüber reden und dann glaube auch wirklich die Lust gekommen ist, um einander wieder neu zu entdecken. Eben, manchmal haben wir so das Bild, nur die Penetration und Orgasmus und so, und dann sind wir beim Sex. Aber es ist wie klar geworden, hey, gönnt die kleinen Schritte und das Grosse kommt dann vielleicht schon. Das können wir jetzt vielleicht nicht garantieren, aber gehen mal die kleinen Schritte. Ein Hauptpunkt war auch, dass wir von der Distanz, die wir hatten, dass wir uns dort wieder zugewendet haben. Und durch das wieder eine Intimität entstehen konnte, wo es dann wirklich das erste Mal funktioniert hat, nach 2,5 Jahren, dass ich keine Schmerzen hatte beim Sex. Und das war wie mal ein Erfolgserlebnis. Ja. Nach der ersten guten sexuellen Begegnung bleibt es ein Auf und Ab. Dann endlich, 4 Jahre nach der Hochzeit, die Diagnose. Lichen Sklerosus, eine chronische Hautkrankheit, die schubweise auftritt. Eine Autoimmunkrankheit, von der schätzungsweise jede 50. Frau betroffen ist. Ja, die Krankheit äußert sich vor allem dadurch, dass die Haut immer wieder aufreißt und wieder zuwächst. Und durch das Aufreißen und Zuwachsen gibt es wie so Vernarbungen, Verwachsungen. Durch das ist das ganze Gewebe auch nicht mehr dehnbar richtig. Dass ich endlich mal gewusst habe, was es ist und dann auch Therapieformen kennengelernt habe, das war einfach mal erleichternd, so nicht mehr so in dem Leeren aussen zu sein. Hormonelle Umstellungen sind herausfordernd. Die Schwangerschaft 2018 zum Beispiel war fast schubfrei. Doch nach der Geburt häuften sich die Schübe wieder. Im Jahr 2020 wurde das gesellschaftliche Leben wegen der Pandemie auf Eis gelegt. Plötzlich hatte das Paar viel mehr Raum und Zeit, um eine schmerzfreie Sexualität zu entwickeln. Ich habe den Verein Lichen Sklerosus entdeckt, der mir eine mega grosse Hilfe war. Und wo ich dort wie eine Anleitung gefunden habe, auch für so gewisse Dehnungsübungen, die einfach durch Blutung fördern und das Gewebe wie lockern, sodass es dehnbarer ist. In dem drin haben wir gemerkt, was kannst du machen, was kann ich machen, eben gerade auch im Vorspiel drin, eben jetzt massieren oder so. Ich glaube, das ist wie wichtig, das wie auch auszuprobieren und zu testen. Jetzt haben wir das Gefühl, dass wir ein so stabiles Fundament haben irgendwie geschafft zu erschaffen, das uns nicht mehr gerade auseinanderbricht. Auch wenn wir haben jetzt in den letzten Monaten auch immer mal wieder etwas Schwieriges erlebt, aber wir haben wie gemerkt, die Sexualität hat nicht mehr darunter gelitten. Und das ist eine mega Freude. Die vergangenen Jahre haben auch den Glauben von Janine und Pascal geprägt. Ich habe in meiner Gottesbeziehung mega gelernt, zu ringen um etwas und so das beharrlich dranbleiben im Gebet auch. Ja. Und das war jetzt ja wirklich über Jahre gewesen. Ja, das ist wirklich etwas, wo mir auch eine Tiefe gegeben hat, jetzt schlussendlich in der Gottesbeziehung. Und wenn ich vertraue, dann möchte ich auch darauf vertrauen, dass Gott mich auch durch schwierige Zeiten durchführt. Man wünscht sich das Vertrauen, aber man wünscht sich nicht die schwierige Zeit, die es braucht, damit das Vertrauen wirklich wächst.